Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sacred. Ich sehe, mein Sog der Hölle ist erloschen. Das ist sehr ärgerlich. Ich muss hier mal raus. Wir machen doch zu viel Damage. Oh, habe ich gerade einen Heiltank geschluckt? Ja, ne? Ist nicht fair, wenn mich ein Skelettbogenschütze abschießt. Oh, der ist auch noch am Leben. Immer noch nicht tot. Hm, 13 bis 30 Schaden. Zusätzlich, falls ich mal so wieder eine neue Waffe kriegen sollte, was langsam vielleicht echt mal notwendig ist. Oh, meine Waffen habe ich jetzt schon ziemlich lange. Und mehr Pferdchen. Geht nicht, wenn ich vielleicht durch einen Losern angegriffen werde. Lol. Der hat das, den Exportieren-Screen gespeichert. Goblins, Orks, und jetzt sind sie orange. Alle vernichtet. Ich denke, wird es noch einige coole Missionen geben. In der Wüste. Der Lindwurmpass. Hm. Schon wieder eine Höhle. Dann machen wir die. Oh, hier sind nur noch drei übrig geblieben von den ganzen. Das ist ja echt schade. Komm, ernsthaft? Ist abgehauen, Drecksau. Eine Harpie. Ein Lindwurm. Hallöchen, Lindwurm. Ein echt gefährlicher Drache. Ja, weiß nicht, ob man das als Drache. Ich glaube, es ist kein Drache. Es ist einfach ein. Eine fliegende Kreatur. Hoi. Schwacher Sog der Hölle nehme ich mal mit. Übrigens keine Skelette. Die sind nicht ganz so stark, die Gegner hier. Raptor Carnis, Drachen. Ich müsste mal ein paar Einheiten mitnehmen. Oder? Komm mal hier. Jede einzelne Bestie zu bekämpfen lohnt hier nicht. Ich habe meinen Trank des Mentors schlucken. Weh, gibt's mehr Erfahrung. Kommt her. Schön mitkommen. Ups, jetzt habe ich den Trank aus Versehen geschluckt. Ich wollte Alt drücken. Oh, ich habe meine Combo noch gar nicht. Meine Vierfach-Combo-Attacke. Das ist ja ärgerlich. Doch, jetzt habe ich sie wieder. Ja, ein Dings habe ich dummerweise gerade umsonst geschluckt an Heiltrank. Ärgerlich. So viele Lindwürmer, alle tot. Und wir haben ein neues schönes Level abbekommen. Wir machen auf jeden Fall erstmal Konzentration 1 höher. Immer schön auf Max-Stufe lassen. Konstitution, das ist glaube ich nicht schlecht. Ich sollte das langsam wieder machen. Oh, jetzt auf einmal habe ich wieder so eine krasse Regeneration. Was ist denn das? Manchmal ist es echt low. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Leben. 1356. 1419. Und hier machen wir physische Regeneration. Ich habe gleich die 1 Million Erfahrung geknackt. Boah, nicht immer exportieren, Alter. Hm.
Ich brauche Waffen auch für die Seraphim-Setter, zum Beispiel die Axt für die Waldelfen, Gefährtin des Waldes plus 2. Also ich brauche da hinten, vielleicht sollte ich mir doch mal beim Händler gucken. Bessere Waffen. Weil die haben jetzt nur noch 210, 200 Schaden so durchschnittlich. Ich glaube, es gibt mittlerweile bessere. Aber das werde ich ja dann sehen. Vielleicht gibt es ja am Lindwurmpass. Oder da, wo ich jetzt hingehe, einen schönen Händler. Nächste, Alter, es gibt's noch nicht so viele Höhlen. Und hier haben wir E-Skelette. Ist ja eklig. Kann man so auf die Hölle schlucken. Ja, jetzt macht es wieder richtig Spaß, jetzt wo ich wieder Gegner habe, die mir Erfahrung bringen. Oh, ist aber eine große Höhle. Zombie. Skelettmagier. Ich habe das Gefühl, er geht gleich wieder nach oben irgendwo. Der Trank hat sich aufgehoben. Gefällt euch das? Schön 2000 Erfahrung kassiert. Okay, gegen die normalen Skelette will ich jetzt nicht mehr kämpfen. Schuhe der Engel sind nicht für eine Engelsklasse. Das ist ja merkwürdig. Ach guck mal, ich glaube, wenn ich im Kampf bin, habe ich nicht so eine krasse Regeneration, wie wenn ich außerhalb des Kampfes bin. So, dann gleich mal gucken. Eure gerechte Strafe. Pfeile in den Rücken geschossen. Ey, das ist ein riesen Komplex hier unten. Nehmen wir ein paar Köpfe mit. Boah, ist der schnell. Oder ich bin einfach zu langsam. Ich glaube, ich werde gleich auf die andere Seite hier kommen. Hier habe ich nämlich noch nichts erkundet gehabt. Das sieht nämlich stark danach aus. Ja. Sieht stark danach aus. Wenn ich jetzt hier rausgehe, sind alle Gegner wieder da. Ja. Wie ich sagte. Sind sie doch nicht alle wieder da? Interessant. Und was macht hier merkwürdige Geräusche? Das ist aber kein Skelett. Das muss was anderes sein, was hier so Geräusche macht. Und das war noch von draußen gewesen. Wow! Also ich finde ja, es ist ja wirklich, gibt wirklich nicht viel, was mich ekelt, aber riesenheftige Spinnen, ist das schon, gehören da schon mit dazu. Alter, ist die abartig. Warum ist die so haarig, ja? Ist ja ekelhaft.
Mann, ist das abartig. So, komm mal mit hier. Tarantula Mortis. Ja, die spuckt auch noch. Okay, die ist aber glücklicherweise nicht ganz so stark. Ist einfach nur riesig. Und bringt ganze fast 4000 Erfahrungen. Nicht schlecht. Ja, nicht einen getötet. Alter, gehen die ihm ab, wenn sie gestorben sind einmal. Alter, ist das die gigantische Spinne gewesen. Das ist ja wirklich eklig. Und das war's mit der Höhle. Na, da hinten ist noch was. Gut, scheint wohl kein Einzelfall hier zu sein. Oh, die spawnen Spinnen. Na dann. Du gehst zuerst auf Brutmutter. Rostige Pistole? Was ist das denn bitteschön für ein Zwerg? Interessant, die gibt's auch in Waffen. Schusswaffen. Hier geht's nicht weiter. Skelette mag ich nicht. Ich bräuchte eine Waffe mit dauerhaftem Sog der Hölle drauf. Gibt's bestimmt auch. So eine Fähigkeit vernichtet Untote endgültig oder so. Hi. Ah, hier gammeln jetzt nur noch Skelette rum, so höre ich das. Die grümen mir mein Ohr voll. Ah ja, genau so. Er lässt mich immer einen vermoderten Bogen fallen, wenn er nach mir schlägt. Und die Kiste will ich haben. Einfach mal nichts Sinnvolles drin ist. Was ist eigentlich der grüne Trank? Ach, das Antidot. Hm. Das Gegengift. Nice, noch ein Skelettmagier, sehr gut. Ja, ja. Wow, ein Regines Erlösung. Regines, nicht Regines. Ein Z-Gegenstand, leider nicht für mich. Aber immer ein Z-Gegenstand. Toll. Attacke für einen Gegner benutzt. Leckt mich. Uah. Also seht, Z-Gegenstände gibt es auch von ganz normalen Gegnern. Logisch, woher sonst? Einmal habe ich über eine Quest bekommen. Den Rest bisher nur. Und seht, jetzt habe ich eine richtig krasse Regeneration wieder. Eine richtig krasse Regeneration. Ja, so sicherlich so 7-8 Leben pro Sekunde. Komm her, Pferdchen. Das ist schon cool. Ich find's cool, dass es hier so eine Lebensregeneration gibt. Gefällt mir. Eine Hexe kann mich nicht festhalten. Scheiße, er hat's doch getan. Ja, ganz eigentlich kann es gar nicht und ja, zu spät. Oh, die haben gekämpft, oder?
Nee. Sah nur so aus, die HP-Leiste. Da unten haben wir noch einen. Ups, jetzt habe ich aus der Entsorgung der Hölle gestockt. Na gut, dann werden wir den mal benutzen. Wenn ich den auch schon außer den schlucke, dann verwende ich ihn auch. Ihr wart die längste Zeit, Anführer. So viel grüne Suppe auf dem Boden und zwar Heiltrank nehmen wir auch noch mit. Gerade irgendwas gerumpelt. Keine Ahnung, was der so gerumpelt hat. Aber es ist ja meistens irgendwie mal so ein Drache hier in der Nähe, wenn es so rumpelt. Boah, nur Skelette ist ja eklig. Lass mich mal rein hier. Skorpione. Boah, die sehen ja fies aus. Die Skorpione halt. Ich dachte, das wären so Augen gewesen, aber nee. Huh, ne Natter. Ist irgendwo noch ein Skorpion? Ach, der hätte der Wand, oder? Da. Na komm mit. Die läuft daran vorbei und ich, ja. Wow, ist der schnell. Noch so eine kleine Natter. Ups. Ich wollte sortieren. Hi, Natter. Level 28 bringt natürlich nur 140 Erfahrung für so ein kleines Viech. Alles gut. Komm mit. Oh, die Natter lebt noch. Mhm. 106 bis 132 Schaden. Warum hat das auf einmal weniger Damage? Achso, weil ich hier raufgedrückt habe. Das Set gewechselt, mein Waffenset. Alles Special Moves plus 1 werde ich natürlich nicht weggeben. Das Ding kann weg. Das ist nutzlos. Da möchte ich es ja nicht. Das ist auch nutzlos. Wobei magisch 5 bis 11. Aber ist glaube ich schon mit eingerechnet, dieses erwarteter Schaden. Ah ja. Lassen wir erstmal. Nächste Höhle weg. Erledigt. Die machen, wie gesagt, wenigstens ein bisschen Fun. Pferdchen herkommen. Das dachte ich mir, dass das so passiert. Dummes Pferd. Komm ich hier durch? Ja. In der Tat. Aber nur tot hier. Ein Zombie-Boss. Gut, dann kämpfen wir uns durch zum... zu der Hauptmission, sind wir gleich da. Ich würde die echt am liebsten alle killen, aber ich bin gerade so schön mit dem Pferd unterwegs. Oh, was haben wir hier noch? Eine Flagge, eine menschliche Flagge und hier sind auch noch ein paar Tote. Mensch, was sind das für Weicheier hier? Sterben ja alle. Da ist er. Die Quest. Der Weg zum Lindwurmpass. Kein Sand der Welt mag diesen Leichengeruch überdecken. Tja.
Gut, meine Freunde, wir machen ganz kurz eine kleine Pause, sind in der nächsten Folge wieder von Sacred Gold. Bis dahin, da liegt nämlich eine Leiche am Boden. Ciao.